Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichhugel, begrüße ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 842. Eichhugelwanderung am Montag, dem 11. Juli 2022. Sie sehen, ich bin nicht am Eichhugel, sondern ich wandere über die barocke Stiege hinauf zur Burg Gars, die Kreuzwegstiege, die hier angelegt ist, führt ja direkt in den Burghof. Allerdings momentan ist der oberste Teil gesperrt wegen Baufälligkeit. Der Wanderer muss also einen kleinen Umweg nehmen. Das ist aber sehr gut, denn auf den Umwegen lernt man immer sehr viel Neues kennen. Hier unten sehen Sie Gars am Kamm und da ich heute ja zur OHB gehe, zur Orchesterhauptprobe, das ist ja wie eine Vorstellung schon, fahre ich nicht mehr mit dem Automobil hinauf, sondern gehe schon zu Fuß. Das ist ja das Markenzeichen des Wanderers. Aber bevor wir uns hier verlieren in der Nomenklatur von Proben im Musiktheater, sollten wir heute vielleicht eine kleine Probenkunde, einen kleinen Abriss der Namen von Proben machen. Wenn so eine Oper einstudiert wird, das dauert ja zuerst einmal eine Zeit, bis ein Sänger, eine Sängerin eine Rolle verinnerlicht hat. Das macht der Sänger oder die Sängerin mit dem Chorrepetitor oder der Chorrepetitorin. Das ist ein Kapellmeister oder eine Kapellmeisterin, die sehr gut Klavier spielt und die dann mit dem Sänger arbeitet an dieser Rolle. Das kann Monate dauern oder bei speziellen Rollen auch Jahre. Dann kommt der engere Probenprozess, da gibt es dann musikalische Proben und nein, das Gegenteil von den musikalischen Proben sind nicht unmusikalische Proben, sondern szenische Proben. Die musikalische Probenarbeit besteht darin, dass der Dirigent, der Kapellmeister mit dem Team festlegt, wie die Arien, wie die Duette, wie die angelegt sind, die Tempi, die Übergänge, die Verzierungen, die Dynamik, die Expressivität. Ja, und die szenischen Proben, die sind dann natürlich sehr intensiv mit dem Regisseur oder mit der Regisseurin, auch mit Regieassistenten. Da findet dann statt die In-Szene, das heißt, es wird dann die Bühne belebt mit Menschen, mit Szenen, der Chor wird gestellt, wie man das nennt. Das ist dann die Arbeit auf der Bühne, teilweise auf einer Probebühne, teilweise auf der großen Bühne. So entsteht dann der Ablauf des Stückes. Dann gibt es natürlich im finalen Bereich, in den letzten Wochen, gibt es einmal die Möglichkeit, dass man mit dem Orchester alleine probt. Das ist die OA, Orchester Alleinprobe. Da ist nur das Orchester mit dem Dirigenten oder mit der Dirigentin daran beteiligt, das musikalische Geschehen zu erlernen. Da wird das Orchester eingeschult sozusagen. Dann gibt es natürlich die Sitzprobe. Das ist natürlich keine Probe, wo man sitzen lernt. Das kann man ja ganz gut hier auf dem Bankerl. Nein, die Sitzprobe, das heißt, da ist das Orchester schon da und die Sänger, Sängerinnen, der Chor ist auf der Bühne, aber er agiert nicht, er ist nicht in der Szene, sondern er sitzt auf Stühlen oder Bänken und kann so sich mehr auf das musikalische Koordinieren konzentrieren als auf die Szene. Erst wenn das fest sitzt, wenn das musikalische Koordinieren gut ist, dann kommt die BO, Bühnenorchesterprobe. Das heißt eine Orchesterprobe, wo auf der Bühne alles so passiert wie in der Vorstellung, aber noch ohne Deckbell, das heißt ohne Dekoration und Beleuchtung. Das heißt, man ist im Probenkostüm oder im Straßengewand oder leger und spielt dann diese Szenen in der Oper. Ja, und dann kommen die Endproben. Da gibt es dann die KHP, Klavierhauptprobe. Das heißt, hier wird mit Klavier noch einmal gespielt vom Chorrepetitor. Aber die ganze Oper muss schon mit Kostüm und Perücken, Maske, Beleuchtung, die ganzen Requisiten, die ganzen Einbauten. Das muss dann alles technisch funktionieren, Schritt für Schritt. Es kann sehr lange dauern. Oft ist es zwei- oder dreimal die Dauer des Stückes, bis die Klavierhauptprobe fertig ist, wo alle technischen Übergänge, da ist ein Vorhang, der nicht kommt, hier ist ein Wagen, der nicht hinausfährt. Und das wird dann alles repariert und dann kommt es, wie heute Abend, zur Orchesterhauptprobe. Das heißt, das ist wie eine Vorstellung, das Orchester ist da. Da ist noch kein Publikum, sondern da kann man letztmalig versuchen, etwas zu reparieren, aber es sollte eigentlich schon durchgehen, wie in der Vorstellung. OHB, Orchester, Hauptprobe. Na und morgen ist dann die GP, Generalprobe, die ist aber schon mit Publikum, da kommen
Familienmitglieder, Angehörige, die kommen dann her und sagen, ach, das ist toll, was du in den letzten 3 Wochen, 5 Wochen gemacht hast. Das ist ja ganz schön. Da komme ich vielleicht zu einer Vorstellung noch einmal. Tja, soweit heute am Tag der Orchesterhauptprobe unser kleines Probenlexikon des Musiktheaters vom Wanderer hier in der Burg Garsen.